Mit Face ID sollte das iPhone X eigentlich zum sichersten Mobiltelefon weltweit werden. Ein Hack sollte unmöglich sein. Doch genau der ist jetzt einer vietnamesischen Firma für Computersicherheit gelungen. Wie sie das geschafft haben und ob der Hack jetzt alle iPhones X unsicher macht, jetzt in Klicks und Science Fiction herzlich willkommen. Heute aus Mainz. Das sollte eigentlich nicht passieren. Apples iPhone X galt zumindest bei seiner Vorstellung als besonders sicher. Der Sensor für die Gesichtserkennung ist extrem ausgeklügelt und projiziert per Infrarot 30.000 Messpunkte auf das Gesicht. Zusätzlich kann eine Aufmerksamkeitsprüfung checken, ob man auch wirklich die Augen auf hat und auf das Handy schaut. Also doppelt und dreifach gesichert. Und es ist so praktisch. Jetzt braucht man gar nichts mehr zu tun. Ein Blick genügt und das iPhone ist entsperrt. Wow, richtig cool. Aber schon bei Touch ID wurden Sicherheitslücken entdeckt. Wer an den Fingerabdruck des richtigen Fingers kam, konnte das Gerät entsperren. Selbst auf Fotos festgehaltene Fingerabdrücke auf Trinkgläsern reichten aus. Also nicht 100% sicher. Aber Face ID sollte sicherer sein. Sollte? Also was haben die Vietnamesen gemacht, um Face ID zu überlisten? Erstmal, das iPhone war mit der maximalen Sicherheitsstufe gesichert. Zusätzlich zur Gesichtserkennung wurde auch die Aufmerksamkeit geprüft. Eine Prüfung, die zum Beispiel verhindert, dass man jemanden einfach umbringt, um an die Daten zu kommen. Mit dem Gesicht eines Toten kann das iPhone X eigentlich nicht entsperrt werden. Eigentlich. Dieses Sicherheitsfeature wurde von der Sicherheitsfirma intensiv geprüft. Nach einigen Versuchen gelang es ihnen, das iPhone zu entsperren, obwohl ein Auge zugedeckt war und auf dem anderen Auge ein Foto des Auges klebte. Die Aufmerksamkeitsprüfung war also nicht ganz so aufmerksam, wie Apple es behauptet. Und dann kam der Versuch mit der Maske. Der Firma gelang es, eine Maske herzustellen, die in der Lage war, das iPhone tatsächlich zu entsperren. Allerdings, und jetzt können sich alle wieder entspannt zurücklehnen, es dauerte sehr, sehr lange, bis sie die Maske so angefertigt hatten, dass sie auch funktionierte. Immer wieder entsperrten sie dafür das iPhone mit dem Gesicht der echten Person und modifizierten die Maske. Ein Prozess, der in der Realität anders als bei einem Fingerabdruck nicht funktionieren würde. Man bräuchte schließlich die Mitarbeit des echten Besitzers oder der Besitzerin. Wer es sicher haben will, kann das iPhone übrigens auch so konfigurieren, dass es nach 10 Fehlversuchen alle Daten löscht. Das Ergebnis ist also, tatsächlich lässt sich Face ID austricksen. Dafür wäre aber die Mitarbeit der Person nötig, die Zugriff auf das iPhone hat. Da das ein komplett absurdes Szenario ist, ist Face ID damit die sicherste Methode bisher, um ein Handy schnell und einfach zu sichern. Also Entwarnung. Und ich muss auch sagen, mir ist das iPhone X zu sicher. Wenn ich morgens mit einem Aufwachgesicht auf das Handy schaue, passiert nichts. Das Gerät hat mich morgens noch nie erkannt. Vielleicht kann Apple da ja mal was dran ändern. Ja, und jeden Tag gibt es hier Neues aus Wissenschaft und Technik. Wenn ihr kein Video verpassen wollt, dann drückt mir hier ein Abo aufs Auge und vergesst nicht den. Genau, auf die Glocke, denn nur dann verpasst ihr auch wirklich kein Video. Hier geht es weiter. Dafür auf das Video klicken. Kulturschock. IBM goes Apple. Und ansonsten bis dann. Bleibt dran.